Wir sollten danken für die Wunder. Doch welche Wunder umgeben uns? Alles, was uns umgibt, ist bereits ein Wunder. Genauso wie es auch ein Wunder ist, dass wir überhaupt auf dieser Welt sein dürfen und diese Schöpfung genießen dürfen. Natürlich sind auch die Menschen, die uns lieben, die uns umgeben und auch unsere Nächsten ein Wunder. Das alles wirkt so weit weg, weil es Gott getan und gegeben hat. Und genauso wie Gott, der auch manchmal so weit weg scheint, ist er uns doch immer ganz nah. Für diese Wunder sollten wir dankbar sein und diesen Dank auch zeigen. Dafür gibt es viele verschiedene Formen. Gott sieht und erkennt jede und freut sich über jede Form des Dankes. Dankbarkeit hat so ein verstaubtes, unattraktives Image. Es ist allerdings eine simple Eigenschaft, von der man erstmal nicht auf die Idee kommt, wie wichtig sie für unseren, Achtung, Alltag ist. Wir müssen es in unser Bewusstsein aufnehmen. Es muss uns bewusst sein, wie unendlich schön unser Glaube an Jesus ist und wie sehr wir dafür dankbar sein können. Wie unendlich schön unser Leben ist, wie beschenkt wir sind, wie schön jede einzelne Sekunde ist. Wenn dir das bewusst ist, dann wirst du ganz automatisch handeln, ohne Nachdenken, ohne Bemühen, ohne Anstrengung. Vom Wissen zum Bewusstsein ist ein Prozess, aber ein schöner. Für was bist du alles dankbar? Du bist dankbar für unser Land. Wir leben in einem der politisch stabilsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der ganzen Welt. Lieber Gott, vielen Dank dafür. Die ganze Erde mit den unterschiedlichen Landschaften, mit seinen Pflanzen und Tieren, die Jahreszeiten. Ich freue mich über den Frieden. Ich bin dankbar für soziale Leistungen, dass wir unseren christlichen Glauben hier ausüben können, ohne direkt im Gefängnis zu landen. Du bist dankbar für jeden Augenblick. Habe ich Kontakt mit einem Menschen, der mich inspiriert und beflügelt hat, so schreibe ich ihm garantiert eine Nachricht und bedanke mich bei ihm. Ich bin dankbar für die einfachsten Dinge. Es gibt doch bewusstseinserweiternde Drogen. Mit ihnen scheint jede Farbe bunter, jede Emotion schöner. Kann man mit Dankbarkeit auch haben, nur ohne die Drogen. Du bist dankbar dafür, was du bist, ein Wunder Gottes. Unser Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes an uns, ein Glaube, der uns erfüllt. Über diese Wunder und diese Dankbarkeit dürfen wir mit anderen reden und sie weitererzählen. Wir schauen uns auch nicht unsere Umstände an und beurteilen dann unser Leben danach. Sind die Umstände gut, haben wir folglich ein gutes Leben. Sind sie mal nicht so berauschend, sieht es dementsprechend mies aus. Wenn wir uns fokussieren auf das, was wir sind und was wir haben, haben wir das schönste Leben nach innen, nicht im Äußeren. Du kannst dich jeden Tag so unendlich an dir freuen, auch wenn die Zeit des Gerichts, die Umstände also nicht so doll sind, kommt. Psalm 75, Vers 3: Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich Recht richten. Das Gericht, der Umstand, ist nicht die Ursache für Angst und Strafe, sondern Grund zum Loben, denn Gott richtet gerecht. Römer 10, Vers 10: Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Was hindert dich also daran, dankbar zu sein? Indem du dich mit anderen vergleichst und vermeintlich schlechter abschneidest. Damit wertest du alles, was du bist und alles, was du hast, ab. Alles, was du bist, ist kostbar, einzigartig und ganz individuell. Jede Sekunde deines Lebens ist ein Geschenk von Gott an dich. Du selbst bist ein Geschenk an die Welt und du bist dir deines Wertes bewusst. Die Dankbarkeit für dich dringt aus jeder einzelnen Pore. Zum Abschluss 1. Thessaloniker 5, Vers 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Mein erster Gedanke war: Na gut, das ist ein relativ einfaches Wort. Sei dankbar für alles, was Gott uns gibt. Für das Gute, für das Schlechte. Gerade für das Gute muss man ja nur mal in die Natur schauen und den Sommer genießen. Oder man fängt an und zählt sich an der Hand ab, was man heute alles schon hatte. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks für zwischendurch, was zum Anziehen und schon ist die erste Hand auch voll. Dabei fängt die Reihe gerade erst an. Und wenn man das zum ersten Mal macht, dann hilft es auch, sich das alles vor Augen zu führen. Aber leider nutzt sich dieser Effekt irgendwann ab und man denkt sich einfach nur: Ja, ich weiß, ich kenne das doch alles, ich kenne die Predigt, lass mich in Ruhe. Und so Dankbarkeit auf Knopfdruck ist dann doch nicht wirklich drin.
Denn meistens hat man gerade andere Sachen oder Sorgen im Kopf. Warum ist das eigentlich so? Warum geht der Blick oder die Wertschätzung für die schönen Dinge verloren? Vielleicht ist das eine Prioritätenfrage. Ich meine, man kann immer auf seine Probleme schauen oder auch auf seine Aufgaben. Und ganz getreu dem Motto, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, heißt das auch, dass man mit dem Herz dann nur bei diesen Dingen ist. Da bleibt dann kein Platz für Gott oder für die ganzen kleinen Geschenke und Momente, die er jeden Tag für uns bereithält. Da bleibt dann auch einfach kein Platz für Dankbarkeit. Es gilt also, aufzuräumen. Nimm dir mal Zeit, das zu machen, was dich glücklich macht. Und nimm dir auch mal Zeit, wirklich in Ruhe zu beten. Denn nur wenn du dir Zeit für etwas nimmst, wird es dir wieder bewusster und dadurch wertvoller. Und nur wenn du den Wert in etwas sehen kannst, kannst du auch dafür dankbar sein.